Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Anno Mein Zauberschwert. 1800. Und wir starten hier wieder aus unserem schönen Ditchwater. Da unten ist der Hafen, da stehen auch die Schiffe parat. Und naja, unser Ziel ist es, jetzt in dieser Folge das Gerichtsgebäude endlich abzuschließen. Erledigt. Da wollen wir doch gleich mal schauen. Kommen wir da irgendwie hin? Finde ich den Weg? Boah, das ist schon. Ne? Gucken wir mal da. Ich denke mal, wir müssen Richtung. Lass mich mal überlegen. Wir müssen da hoch irgendwie noch weiter. Laufen wir mal. Ah, kommen wir hier durch? Nein, nein, doch, wir kommen durch. Da ist es. Da ist unser Gerichtsgebäude. Und da wollen wir doch jetzt mal schauen, dass wir das hinbekommen. Phase. Oha, wir können die Phase abschließen. Na, ich will die Phase abschließen. Okay. Der königliche Gerichtshof. Ich möchte die wundersame Verwandlung Ihrer Und Insel nicht da, unterbrechen, oha, da aber kommen Ihre sie. Majestät ist sehr daran gelegen, dass die Dinge vorangehen. Da kommen sie. Da kommt die Haben Sie königliche mich schon Flotte. mitgeteilt, dass wir euch mit unserer Anwesenheit beehren werden? Ich hoffe, es gibt einen geeigneten Liegeplatz für unser Flaggschiff. Aber Wir denken hier an natürlich. ausgedehnten Spaziergänge. Ach, jetzt hör doch auf. Ich Ein möchte Liegeblö. dieses Schiff nicht verlieren. Okay, da haben wir eine Geleitschutzaufgabe und die werden wir jetzt Behandelt uns wie jeden anderen Gast. gleich mal machen hier. Flotte erwartet Befehle. So, okay, klicken Sie auf das Flaggschiff Ihrer Majestät. Wo sind all die Zeugen? Okay, haben wir gemacht. Majestät, Isabel Sarmento zu euren Diensten. Isabel Ich hoffe, ich Saramento. kann belegen, dass die Pyrphoria hinter dem Komplott steckten, nicht die Bewegung. Das nenne ich eine Enthüllung. Königlicher Gerichtshof gebaut. Edwards Verhandlung steht vor dem Beginn, da die Königin im von den Gutgeschwistern neu erbauten Gerichtshof eingetroffen ist. Es gibt reichlich zeremoniell und Sicherheit für alle Beteiligten. Darunter auch Isabel Saramento, Zeugin des unrechtmäßigen Verkaufs Prosperities und bereit auszusagen. So. Okay, wir müssen jetzt mit dem Schiff dahin fahren. Ist doch unser Schiff, oder nicht? Nein, ist nicht unser Schiff. Da ist es. Ich werde dir hierbei nicht die Hand führen. Haben wir jetzt kein Schiff hier? Was ist das hier? Herkules? Oh, die hat Schiff unter hier. Beschuss. Oha, Schiff unter Beschuss. Da müssen wir mal kurz gucken. Naja, das ist weniger so das Problem hier. Gespeichert. Das ist da die Geleitschutzaufgabe. Machen wir die mal kurz fertig. Die Geleitschutzaufgabe, dann tun wir unsere zwei Fregatten hier zurückbringen. Flotte bereit zum Feuer. Na komm, versenken. Auf. Die Menschen lassen sie hochleben. In La Isla haben wir ein Stadtfest. Also ich habe diese Wimmelbildaufgabe von der letzten Folge nicht geschafft. Ich habe die einfach nicht gefunden. So, jetzt hier noch. Sie sind in Ordnung. Da müssen wir folgen. Okay. Ja. Also ich würde sagen, wir werden uns mal kurz einen kleinen Schoner bauen. Nee, komm, wir bauen uns keinen kleinen Schoner. 6 Minuten, oder? Wir bauen uns ein Kanonenboot. Du kannst mir nichts verheimlichen. Ja. Die Zuverlässigkeit in Person. Okay, die sind immer noch im Kampf.
Und wir werden jetzt hier gleich mal zurückordern. Auf Kurs halten. Und werden zum königlichen Schlachtschiff fahren. Kurs gesetzt. Flaggschiff und werden die Dokumente abholen. Ich meine, die könnt ihr auch hierher fahren und das einfach ausladen. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Waren. Sieht soweit, naja, Bier ist halt ein bisschen noch das Problem, aber ich nehme mal an, dass wir das hinbekommen. Einsatzbereit. Die Ragun wird angegriffen. Wir werden den Piraten schon noch zeigen, wo es lang geht. So, unsere Fregatten. Laufen Koordinaten an. So. Meine Schiffe durchkämmen die Weltmeere, immer auf der Suche. Die Madame Kaina. Also wir werden uns jetzt diese Folge drum kümmern, damit wir das den Prozess für Edward über die Bühne kriegen. Ja, gucken wir mal, was haben wir hier? Helft euch selbst, Boss. Oh, ein Geschenk. Wissen Sie, ich kann schon seit Wochen nicht klagen, bin gar nicht ich selbst, ehrlich. Ich würde Ihnen sogar gern etwas schenken. Was ist bloß los mit mir? Holen Sie sich das Geschenk der Einwohner ab. Okay, was hat er für mich? Sie geben uns eine Stimme. Bauwerkzeug, beeinflusst Hafen, Selbstreparatur und aktive Heilung. Okay. So, wo sind unsere Flaggschiffe? Sind auf dem Weg nach Hause. Unsere Fregatten. Wir haben aber noch einen ganz schönen Weg vor sich. So, in der Zwischenzeit können wir ja mal unser Gerichtsgebäude uns hier genauer anschauen. Nein, nicht das hier möchte ich. Ich möchte das hier haben. So, das ist das fertige Gerichtsgebäude und da stehen auch schon die Polizisten. Und checken natürlich hier alle, ja, wo wir rein möchten, ist ja logisch. Und unser Schiff ist fertig. Das ist sehr schön. Unser Schiff ist fertig. Kanonenboot. Komm mal her. Kanonenboot. Steuermann. Hier zur Königin. Schiff unter Beschuss. Ja, die Piratin, die werden wir dann schon irgendwann noch hier in die Schranken weisen müssen. Ja. Pack deine Sachen zusammen, Edward, für die Verhandlung. Nein, Kind. Es ist zu spät. Das Urteil wurde längst gesprochen. Sie! Teufel aus der Tiefe spucken Feuer und Schwefel. Alter, was ist hier los? Edward Good, bist du bereit, deinem Bruder zu folgen? Das bin ich. Natürlich bist du das. Die Flammen werden dir die Sünden vom Fleisch reißen wie Stofffetzen. Akolyten! Reinig diesen Ort. Ja, Großmeister. Das sind also die Pyro-Teile hier. Und die greifen. Nein, die greifen, die machen hier alles kaputt. Wenn doch nur Vater noch da wäre. Er hätte gewusst, was zu tun ist. Wir haben keine Schiffe da. Ach du grüne Neune. Hab keine Angst. Es ist Zeit loszulassen. Meine Stunde. Nein!
Oha. Ist das die gerechte Strafe für Edward? Wir wissen es nicht genau. Erbärmlich. Doch keine Sorge. Die gesamte Boot-Familie wird von uns in der Ewigkeit wieder vereint. Wir haben das Leben aus den Lungen eures Vaters gequetscht, die Haut eures Onkels abgezogen. Seht nun, welches Ende für euch vorgesehen ist. Oha, die machen hier kurzen Prozess. Wir haben keine Angst vor Feiglingen, die sich hinter Masken verstecken. Okay, wir gehen wahrscheinlich zum Gegenangriff über und haben keine Schiffe. Eine neue Weltordnung erhebt. Und die ganzen Schiffe sind in der neuen Welt. Er zittert in seinen Grundfesten und kein Boot kann etwas dagegen unternehmen. Wir vernichten erst jeden einzelnen von euch und dann die Königin. Okay, da müssen wir jetzt intervenieren. Wovon spricht diese anmaßende Kreatur, Archie? Wir sind hier sicher, nicht wahr? So sicher, wie es die Situation erlaubt, Hoheit. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. So viele Schiffe. Oh, da haben Sie recht, alter Freund. Ich flehe Sie an, wir müssen Ihre Majestät um jeden Preis beschützen. Nächstes Mal klappt es sicher. Okay. Das heißt, wir werden. Die Perforia haben Bright Sands eingenommen. Sie missbrauchen die Insel für ihre üblen Machenschaften. Wir werden. Gut, Ensanz. Die Lieblinge des königlichen Rates. Ah, wie ich es genossen habe, das langsame und schändliche Ableben eurer Familie zu beobachten. Wir werden jetzt absolut umsteigen. Unter keinen Umständen darf die Sicherheit der Königin gefährdet werden. Wir müssen auf Krieg umsteigen. Wir müssen. Es ist soweit, altes Haus. Unser Erzfeind nähert sich. Oha. Gut. Schnell neue Welt. Wir müssen unsere Schiffe zurückziehen. Auf in die alte Welt. So. Schiff unter Beschuss. Oha. Da geht schon zur Sache, die greifen uns an. Bente, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Okay, wir haben kein Schiff zum Glück verloren. Wir sammeln mal alles ein. Die Morde an Vater und Edward rächen. Wir sammeln mal ein, was wir hier haben. Das Empire am Ende. Der Verräter Edward Good ist tot. Bright Sands steht in Flammen. Vermummte Gestalten fallen über unschuldige her in dem Versuch, ihre Majestät zu meucheln. Um eine neue Weltordnung zu schaffen. Eine Ordnung, die an das furchtbarste Chaos glaubt. Okay. Schlägt einen Schlachtplan vor. 16 Fregatten oder 10 Linienschiffe. Linienschiffe können wir noch nicht bauen. Wir bauen Fregatten. Und jetzt sagen wir mal hier erstmal ein, was wir hier finden können. Kanonen. Was ist das hier? Mörser. Okay. Unter Beschuss. Alter Fregatte, was machst du hier? Das wirst du nicht überleben. Fahr nach Hause. Oh, ich werde dich vernichten.
Wir werden sie vernichten. Der hat eine mega Flotte hier. Wir müssen jetzt hier erstmal einsammeln, was geht. Damit wir... Und du musst repariert werden. Haben wir hier einen Reparaturkran? Oha. Neue Befehle. So, einsammeln. Was sind das für Sachen? Torpedo. Schießt ein Torpedo ab, der am Zielort explodiert, wird nach Gebrauch zerstört. Jetzt haben wir es über Bord geworfen. Nein. Bin noch nicht bescheuert. Wir sollten mal hier eine Reparaturdock hinsetzen, damit das Schiff der Königin repariert wird. Reparaturkran. So. Gut, jetzt werden wir die Kanonen, was wir hier haben, erstmal ausladen. Damit wir mehr Schiffe bauen können. So. Nein! Falscher. Ja. Das ist mir jetzt auch relativ gerade erstmal egal. Wir müssen Schiffe bauen. So. 17 Minuten. Ich werde jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochsetzen, damit wir die Schiffe bekommen. So, in der nächsten Folge werden wir die Flotte... Halt! Wo willst du hin? Ja, wegen mir fährst du dahin. Der Pirat ist auch noch unterwegs, ne? So, wir gehen mal kurz hier jetzt hin. Die eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ich hoffe mal, dass unsere anderen Schiffe bald da sind. Wie sieht's hier aus? Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir die Flotte hoffentlich vernichten. Hier drüben in Pride Sands. Hier brennt alles. Die Bevölkerung ist verzweifelt. Wir können das uns nicht genauer anschauen, leider. Die Schiffe kommen langsam an, das ist sehr schön. Und wie gesagt, in der nächsten Folge wird es dann hier weitergehen und wir werden den Pyrophoria hoffentlich richtig einen auswischen. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.